Freiheit erleben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Dörr-Gruppe, heute mit dem Forster T745 EFNB als Dörr-Editionsmodell. Hierbei handelt es sich um den größten Teilintegrierten aus dem Hause von Forster mit einer Länge von 7,45 Meter. Er bietet Platz für 4 Personen während der Fahrt, hat hinten 2 Einzelbetten und einen Bettumbau in der Sitzgruppe, das heißt, man könnte auch zu dritt nächtigen. Das Fahrzeug ist auf dem neuen Ducato Serie 8 aufgebaut mit einem 140 PS Motor und Schaltgetriebe. Forster verbaut hier bei den Fahrzeugen standardmäßig das 3,5 Tonnen Fahrwerk. Dieses würde sich aber zum Beispiel durch unsere Zusatzluftfedern von Linnebe auf mindestens 3,85 Tonnen auflasten lassen. In der Dörr-Edition ist das Fahrerhaus natürlich hier schön in Grau lackiert mit der dazu passenden Folierung. In der Aufbautür verbaut Forster natürlich auch in diesem Modell ja wieder einen großen Mülleimer. Des Weiteren haben wir hier oben noch einmal ein Fenster in der Aufbautür, das sich natürlich auch verdunkeln lässt. Am Heck angelangt haben wir natürlich einmal die große Türe der Heckgarage. Die Heckgarage ist auf beiden Seiten zugänglich. Wir haben hier einmal natürlich die Zusatzpolster für den Umbau des Einzelbettes hinten mit dabei, als auch die Polster für den Umbau der Sitzgruppe und natürlich auch die Originalradkappen von Fiat. Am Heck des Fahrzeuges befindet sich dann einmal der große Fahrradträger für 4 Fahrräder, der auch serienmäßig in der Dörr-Edition mit dabei ist, und einmal hier oben die integrierte Rückfahrkamera. Auf der Fahrerseite des Fahrzeuges haben wir hier hinten die zweite Tür zur Heckgarage. Hier vorne befindet sich dann der Ausströmer der Truma Kombi 4 Gasheizung. Weiter vorne befindet sich dann das Fach für die Toilettenkassette. Direkt daneben haben wir dann hier den Anschluss für den Landstrom des Fahrzeuges und einmal darunter den relativ groß gestalteten Gaskasten mit Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen. Hier befindet sich dann der Einfüllstutzen für den Frischwassertank. Wir haben bei dem Fahrzeug ein Fassungsvermögen von 118 Liter Frischwasser und 135 Liter fester Abwassertank. Der sitzt unter dem Fahrzeug. Im Fahrerhaus angelangt haben wir natürlich, da es sich um den Ducato Serie 8 handelt, hier vorne einmal das neue Lenkrad im PKW-Stil gehalten, als auch die neue Multifunktionsanzeige und den neuen Tacho. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug natürlich auch über das neue Uconnect Radio von Fiat. Apple CarPlay, Android Auto sind hier möglich. Leider verfügt das Gerät jedoch nicht über ein Navigationssystem. Das fehlende Navi kann jedoch über die Funktion Android Auto oder Apple CarPlay dann über das Mobiltelefon nachträglich noch genutzt werden. Des Weiteren haben wir hier oben einen großen digitalen Rückspiegel, auf dem dann die Rückfahrkamera des Fahrzeugs angezeigt wird. Natürlich ist beim Dörr-Editionsmodell auch hier vorne in der Frontscheibe und in den Seitenscheiben die Faltverdunklung von Remy verbaut. Wie beim letzten Editionsmodell haben wir auch hier vorne in der T-Haube des Fahrzeuges einmal eine große Panoramahaube, die sich selbstverständlich auch, wie jetzt hier mit dem Mückengitter, oder auch verdunkeln lässt. Die Besonderheit des Fahrzeuges ist hier vorne natürlich die große Face-to-Face-Sitzgruppe, in der bis zu 5 Personen, wenn nicht sogar 6 Personen Platz haben können. In der Küche angelangt haben wir natürlich einmal hier vorne das große Spülbecken des Forsters. Das Abdeckbrett hier kann selbstverständlich auch als Schneidebrett genutzt werden. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug hier vorne über einen großen 2-Flammen-Kocher, selbstverständlich mit Piezo-Zündung. Zudem haben wir hier vorne einmal einen riesengroßen Schrank, um Staumöglichkeit zu schaffen für Töpfe oder anderweitige Küchenutensilien,
als auch hier einmal einen sehr großen Auszug, der noch einmal hier unterteilt ist mit einer Art Besteckschublade. Des Weiteren haben wir hier unten auch noch mal ein kleines Gefach. Direkt gegenüber der Küche befindet sich dann der große Kühlschrank, der hier innen einmal noch unterteilt ist in ein separates Gefrierfach. Des Weiteren haben wir auch hier unten, wie im letzten Modell ja schon, einen großen gekühlten Auszug, um zum Beispiel stehende Getränke zu lagern oder auch passend für Obst oder Gemüse. Hier oben befindet sich dann das Bedienpanel des Fahrzeuges. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, uns einmal die diversen Batteriespannungen, der Aufbau- und der Starterbatterie des Fahrzeuges anzeigen zu lassen, als auch den Füllstand des Frischwassertankes und hier des Abwassertankes. Hier drüber lässt sich auch die Wasserpumpe einschalten, die Beleuchtung im Innenraum des Fahrzeuges und natürlich auch einmal die Außenbeleuchtung. Direkt daneben befindet sich dann das Bedienteil Truma Classic, der Truma Kombi 4 Gasheizung. Direkt neben dem Eingang befindet sich dann hier der große Fernseher, der inklusive der verbauten SAT-Anlage auch serienmäßig in der Dörr-Edition enthalten ist. Bei dem größten Teil integrierten von Forstar haben wir hier einmal eine separate Dusche. Das ganze Bad ist hier hinten zweigeteilt. Das heißt, ich kann hier auch mit einer Person duschen und die andere Person könnte dann noch das Badezimmer nutzen. Gegenüber der Dusche haben wir dann den Rest des Badezimmers. Einmal hier die schwenkbare Toilette von Tedford und das kleine Waschbecken. Zudem haben wir hier unter dem Waschbecken noch einmal etwas Stauraum mit dem Toilettenpapierhalter und auch hier oben in dem Schrank eine 230 Volt Steckdose für zum Beispiel den Föhn. Im Schlafbereich angekommen, befindet sich selbstverständlich unter den Betten auf jeder Seite ein großer Kleiderschrank, der auch über die Matratzen selbst bzw. über den Lattenrost zugänglich ist, indem ich hier das Ganze einfach einmal anhebe. Serienmäßig ist bei dem Fahrzeug natürlich auch immer der Bettumbau mit dabei. Das heißt, ich kann hier hinten die beiden Einzelbetten zu einem großen Doppelbett umbauen. Der Schlafbereich des Fahrzeuges lässt sich, um mehr Privatsphäre zu schaffen, natürlich auch vom Rest durch eine Tür einfach abtrennen. Noch eine Besonderheit des Fahrzeuges sind hier die touchgesteuerten Lampen, die sich auch über längeres gedrückt halten dimmen lassen. Diese Lampen haben wir zum Beispiel hier hinten im Heckbereich, als auch in der Dusche, in der Küche oder vorne über der Sitzgruppe. Natürlich haben wir auch weitere Teilintegrierte der Marke Forstar als Editionsmodell mit einem ähnlichen Umfang wie hier. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Weitere Informationen zu dem Fahrzeug finden Sie in der Videobeschreibung. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen.